Ja, selbst Jesus zitiert aus diesen Schriften. Und wenn Jesus diese Schriften zitiert, dann muss das Heilige Schrift sein. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es nach einem halben Jahr ungefähr wieder einen Bibelworkshop. Diesmal zu einem kontroversen Thema, bei dem ich mit Ihnen ganz oft schon in den Kommentaren in die Diskussion gekommen bin. Und zwar geht es um jene Schriften des Alten Testaments vor allem, die angeblich deuterokanonisch sind, beziehungsweise zweitrangig, beziehungsweise als Apokryphen bezeichnet werden und deshalb in vielen protestantischen Bibeln fehlen. Viel Freude! Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben könnten und wenn Sie auch meinen Kanal kostenlos abonnieren könnten. Wenn Sie die Glocke aktivieren, dann verpassen Sie auch keine weiteren Videos mehr. Ich habe es schon angedeutet, es geht heute um Texte, die von den Protestanten oft als deuterokanonisch oder apokryph bezeichnet werden. Deuterokanonisch, also quasi im Kanon, im Kanonisierungsprozess oder auch von der Bedeutung der biblischen Bücher her, eher zweitrangig. Deuteros heißt zweiter. Und apokryph, der andere Begriff, bedeutet verborgen. Es gibt tatsächlich Schriften, die es nicht ins Alte und auch nicht ins Neue Testament geschafft haben, die durchaus aber natürlich auch einen Wert haben können, aber nicht als heilige Schrift bezeichnet werden. Es gab natürlich einen Kanonisierungsprozess, also der Umfang, der was Bibel ist, was heilige Schrift ist und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes entstanden ist, wirklich Wort Gottes ist, das ist ja erstmal herauskristallisiert worden oder nicht, also darüber musste man sich erstmal Gedanken machen und das mit Hilfe der Unterscheidung der Geister, mit dieser Gottesgabe, dieser Geistesgabe erst einmal herausbekommen beziehungsweise eben darüber beten. Und so ist ja in diesem Prozess der Umfang der Bibel überhaupt erst festgelegt worden. Und das betrifft auch das Alte Testament. Aber das, was hier jetzt als apokryph oder deuterokanonisch bezeichnet wird, ist nicht, was nicht in die Bibel gekommen ist, sondern was im Nachhinein, nämlich im Zuge der Reformation, als zweitrangig herauskristallisiert worden ist und also quasi die Bibel von ihrem Umfang her minimiert worden ist, reduziert worden ist. Also da stand eben diese These dahinter, dass diese Texte, die eben dann auf Griechisch auch verfasst worden sind, weil sie eben schon zu spät entstanden sind in einer Zeit, in der eben das Griechische sich immer mehr durchgesetzt hat. Und zwar auch, und das auch bei den Juden, also es gab dann ja die hellenistischen Juden, die außerhalb des Heiligen Landes gelebt haben. Also eine Zeit, in der das Griechische einfach immer bedeutungsvoller wurde. Und es wird dann eben behauptet, diese Schriften haben wenig gemein mit den anderen und diese seien von einem geringeren theologischen Wert und sie sind eigentlich gar nicht heilige Schrift. Und deshalb müssen wir wieder zum Original zurück, so eben die Reformatoren, und deshalb müssen wir diese Schriften ja herausnehmen. Einfach mal als Beispiel, dazu gehören zum Beispiel die Makkabäerbücher, ein Teil des Danielbuches und viele weisheitliche Schriften, also das Buch der Weisheit und das Buch Jesus Sirach, werden sie deshalb in einer solchen Bibel dann nicht mehr finden. Ich möchte aber in diesem Video klarstellen, dass das ein Missverständnis ist, dass das mitnichten so ist, dass auch diese Schriften heilige Schrift sind. Sie sind nicht deuterokanonisch, also von einem zweitrangigen Wert. Und zwar möchte ich das in diesem Bibelworkshop darstellen, mit Hilfe von vielen Zitaten der neutestamentlichen Autoren. Ja, selbst Jesus zitiert aus diesen Schriften. Und wenn Jesus diese Schriften zitiert, dann muss das Heilige Schrift sein. Damit wir das besser verstehen, müssen wir uns erst einmal vor Augen führen, woher hat Jesus überhaupt die Kenntnis dieser Schriften und auch die anderen neutestamentlichen Autoren, Paulus, die ganzen katholischen Briefe. Da haben wir so viele Andeutungen,
direkte und indirekte Zitate dieser Schriften, die müssen das ja irgendwo herhaben. Und dafür müssen wir uns das Thema Septuaginta einmal genauer anschauen. Die Septuaginta ist das griechische Alte Testament. Das ist die erste und früheste Übersetzung des Alten Testaments, die wir haben. Mithilfe des griechischen Textes können wir oft auch den hebräischen Urtext besser verstehen. Und zu dieser Septuaginta gehören eben nicht nur die Schriften, die auf Hebräisch abgefasst sind, sondern auch, und da kommen diese Schriften jetzt eben her, die angeblich deuterokanonischen Schriften. Die sind auch in der Septuaginta zusammengefasst. Also das Ganze ist auf Griechisch geschrieben. Und deshalb ist das ja auch so ein wichtiger Text geworden, selbst für die Juden im Heiligen Land zur Zeit Jesu, weil das Griechische sich immer mehr durchgesetzt hat. Das heißt, nicht nur die Juden, die außerhalb des Heiligen Landes leben, die griechischsprachig sind, die hellenistischen Juden, nein, sogar die Juden im Heiligen Land, die benutzen zunehmend diese Septuaginta. Und deshalb ist dieser Text allgemein auch bekannt. Und deshalb kann auch Jesus diesen Text zitieren, deshalb können seine Aposteln diesen Text zitieren, die dann die Briefe des Neuen Testaments geschrieben haben, deshalb können die Evangelisten diese Texte zitieren. Vielleicht einmal so in aller Kürze, es geht in diesem Video nicht darum, einmal die Geschichte der Septuaginta zusammenzufassen. Wenn Sie Interesse haben, kann ich gerne mein eigenes Video dazu machen, aber ich möchte natürlich so schnell wie möglich jetzt in die Texte gehen. Ich möchte aber, bevor wir das tun, noch eine wichtige Sache erklären. Und zwar, wenn wir sagen Zitat, man zitiert etwas, man belegt etwas, dann ist das eine andere Art von Zitat oder Mentalität in der Zitation als jene, die wir für diese Zeit kennen. Und zwar sind wörtliche Zitate nicht so verbreitet wie indirekte Zitate. Oft wird aus dem Gedächtnis zitiert in dieser Zeit. Also deshalb ist der genaue Wortlaut manchmal gar nicht gegeben. Und vieles wird auch nur angedeutet. Das heißt, die schriftkundigen Adressaten dieses biblischen Buches verstehen sofort, das ist eine Andeutung dieser und jener Schrift. Ohne dass das irgendwie gesagt wird, wie im Buch der Makkabäer steht oder so. Das müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir dann nämlich sehen, das betrifft natürlich nicht nur die Septuaginta, das betrifft generell, wie gesagt, den Zitationsstil der Antike, dass in vielen Bereichen die indirekten Zitate überwiegen. Ein indirektes Zitat im Gegensatz zu einem direkten Zitat ist, es wird nicht wörtlich zitiert, sondern es wird umschrieben oder nur ein Teil wird zitiert und der Rest wird eingefügt in die restliche Syntax, in den Satzbau, ne, dessen, was man da eigentlich schreibt. Es gibt verschiedene Arten natürlich, wie man indirekt zitiert. Und wir kennen das ja auch aus unseren heutigen wissenschaftlichen Texten. Wenn wir indirekte Zitate bringen, dann muss das nicht immer in Anführungsstrichen der wörtliche Wortlaut sein. Wir können Dinge auch inhaltlich zitieren sozusagen, aber mit einem abgewandelten Wortlaut, mit unseren eigenen Worten, angepasst an den Stil des restlichen Textes und auch an den Satzbau. Wir machen das am besten so, dass wir das Neue Testament hindurchgehen und dann können wir nach und nach so dass eben abgehen und die verschiedenen Bibelstellen lesen und miteinander vergleichen. Die erste Bibelstelle, die wir uns also anschauen, ist aus dem Matthäusevangelium. Das ist das erste Buch des Neuen Testaments. Also geben wir ein Matthäus 6, 19 bis 20. Und zwar geht es in diesem Kontext um die rechte Sorge. Also Jesus erklärt dort eben, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ein Ausschnitt aus der Bergpredigt. Und
wenn wir diese Dinge uns anschauen, wir merken schon, der Stil, wie Jesus hier eben spricht, wie Jesus hier erklärt, ist der typische weisheitliche Stil. Deshalb dann auch zum Beispiel so Bilder wie Motte und Wurm. Deshalb auch diese Metaphorik, Schätze im Himmel. Es sind natürlich nicht Schätze, wie wir irdische Schätze haben. Das sind übernatürliche Reichtümer, die natürlich nicht in der Schatztruhe verwahrt werden und so weiter. Aber diese Bilder helfen, das eben besser zu verstehen. Und wenn wir jetzt dann uns diesen Wortlaut genau anschauen, dann wird uns aufgehen, okay, Jesus zitiert hier das Buch Jesus Sirach. Wenn Sie nämlich bei Jesus Sirach in das 29. Kapitel schauen, und zwar in den Vers 11, dann lesen Sie dort, leg dir einen Schatz an nach den Geboten des Höchsten. Der wird dir mehr nützen als Gold. Also der Schatz, den man eigentlich anlegen muss, ist ein Schatz nach den Geboten des Höchsten. Es gibt noch weitere Punkte auch in der Bergpredigt zum Beispiel. Und wir müssen uns wirklich vor Augen führen, die Leute, die das alles hören, was Jesus dort predigt, das sind fromme Juden. Das sind fromme Juden, die Septuaginta kennen. Und sie verstehen diese Andeutungen, diese Bilder. Das sind Metaphern, die hat Jesus sich nicht ausgedacht. Viele, viele Dinge, die verstehen wir gar nicht, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Und zwar das ganze Alte Testament. Auch diese Texte, die wir nur in der Septuaginta haben. Und zwar viele Metaphern, viele Sprichwörter, viele Redewendungen, die Jesus aufgreift, sind aus der Tradition der Juden. Das sind nicht alles immer ausgedachte Dinge, die Jesus benutzt. Und deshalb macht es immer Klick bei denen, die eben schriftkundige, fromme Juden sind und sich darum bemühen, nach der Heiligen Schrift auch zu leben. Gucken wir also in das nächste Kapitel, und zwar Matthäus 7. In Vers 12 heißt es, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tut, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist ja die goldene Regel. Was wir von anderen erwarten, das sollen wir auch ihnen tun. Und das ist auch nichts Neues. Denn wenn Sie in das Buch Tobit schauen, das Buch Tobit gehört eben zu diesen Texten, die nur auf Griechisch verfasst sind, und zwar in das vierte Kapitel. Wenn Sie in das vierte Kapitel schauen, da werden Sie lesen, was du hast, also mit zwei S, hassen, was du hast, das tu niemand anderem an. Auf deinem ganzen Weg soll Böses nicht mit dir ziehen. Also hier haben wir die Negativfolie. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das kommt aus solchen Texten. Jesus greift also diese Tradition auf und wendet sie ins Positive. Und wenn wir dann nochmal ins siebte Kapitel im Matthäus-Evangelium schauen, und zwar ab Vers 16, da lesen wir. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es geht um die falschen Propheten, denen man nicht nachlaufen soll. Sie kleiden sich in Schafskleidern, aber sie sind reißende Wölfe, ne? Die Wölfe im Schafspelz. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornentrauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Das ist wieder aus der weisheitlichen Tradition, dass man Bilder aus der Natur aufgreift zum Vergleich für das ethische Verhalten eines Menschen. Und das greift Jesus auch wiederum auf aus einer Tradition, wenn Sie nämlich dann in das Buch Jesus Sirach schauen. Und zwar Vers 6. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein. So das Wort, die Gedanken des Herzens. Es ist ja immer der Weg, den Jesus auch erklärt. Vom Herzen in die Gedankenwelt, dann was man denkt, das kommt dann irgendwann zur Sprache und dann wird es irgendwann umgesetzt. In die Tat umgesetzt. Als nächstes möchte ich auf Matthäus Kapitel 9 zu sprechen kommen. Und zwar geht es um Vers 36. Dort geht es um Jesu Worte darum, dass die Ernte groß ist, doch es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Und er sagt hier in Vers 36, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Also dieses Bild von Schafen, die keinen Hirten haben. Und wenn wir in das Buch Judith schauen, in Vers 19, ich werde dich quer durch Judäa bis nach Jerusalem führen und dort mitten in der Stadt deinen Feldherrnstuhl aufrichten. Du wirst sie wegführen wie Schafe, die keinen Hirten haben, und kein Hund wird gegen dich bellen. Das wurde mir Kraft meiner Sehergabe offenbart, und ich bin hergesandt worden, um es dir kund zu tun. Hier geht es um ein Gespräch zwischen Holofernes und Judith. Hier ist also dieses Bild ein Vergleich, ne? Also wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das wiederum angewandt auf das Volk Israel. Das ist noch das Entscheidende, dass diese Metapher für das Volk Gottes verwendet wird. Also er greift Metaphorik auf, die er nicht selbst ausgedacht hat, sondern die er wiederum nimmt, ganz bewusst, aus der Tradition der Juden. Dann kommen wir zu einer ganz besonders evidenten Stelle, und das ist mir besonders wichtig. Und zwar alle drei synoptischen Evangelien. Matthäus in Kapitel 22, Vers 25, Markus im 12. Kapitel, Vers 20 und Lukas im Kapitel 20, Vers 29. Und zwar referieren alle drei Varianten, alle drei Versionen auf die sieben Brüder. Die sieben Brüder, die in Tobit genannt worden sind. Das ist nicht einfach irgendein Beispiel. Wir haben hier ja diese Geschichte mit den Sadduzäern, die Jesus auf die Probe stellen wollen, weil sie glauben ja nicht an die Auferstehung nach dem Tod und sagen dann ja, der eine heiratet eine Frau und dann stirbt der, ohne Kinder zu bekommen. Das heißt dann ja, dass die Leviratsehe setzt in Kraft, also der Bruder des Verstorbenen muss die Frau heiraten, damit das Blut von seinem Bruder quasi weitergegeben wird, wenigstens in der Seitenlinie, dann stirbt auch der und so weiter bis zum siebten Bruder. Und dann heißt es ja ganz spöttisch, wer von ihnen ist jetzt mit der Frau verheiratet, wenn sie in den Himmel kommt? Und Jesus sagt dann daraufhin so nach dem Motto, im Himmel werden wir nicht mehr heiraten. Und das ist eben, er hat die Mittel dann quasi gegen sie verwendet. Und dann gibt es eben diese Spaltung zu dem Thema Auferstehung von den Toten. Ich kann Ihnen einmal die Synopse der Evangelien auch zeigen, dann sehen Sie das auch. Und das alles ist nicht einfach ein ausgedachtes Gleichnis derer, die Jesus auf die Probe stellen wollen, sondern es ist wiederum eine Andeutung dessen, was im Buch Tobit steht. Und zwar kennen Sie ja vielleicht das Buch Tobit, da ist es ja so, dass eine junge Frau unter einem Fluch leidet, aufgrund von dämonischen Einflüssen. Und zwar heiratet sie einen Mann und dieser stirbt in der Hochzeitsnacht. Das heißt, bevor sie von ihm ein Kind empfangen kann, stirbt er. Und dann heiratet sie den Nächsten, und zwar den Bruder. Das muss man richtig verstehen, das kapiert man, wenn man die jüdische Rechtslage vor Augen hat. Deshalb heißt es hier auch, und man denkt sich ja, warum heiratet die siebenmal die arme Frau? Es geht um Sarah, die dann später Tobias heiratet. Also, und zwar heißt es hier in Kapitel 3, Vers 8, sie war sieben Männern zur Frau gegeben worden, aber der böse Dämon Aschmodai hatte sie getötet, bevor sie mit ihr zusammengekommen waren, wie es den Ehefrauen vorgeschrieben ist. Und dann wird darauf nochmal Bezug genommen im 7. Kapitel, und zwar Vers 11. Ich habe sie sieben Männern von unseren Brüdern zur Frau gegeben. Da sehen wir jetzt, okay, deshalb sieben Männer, denn das sind immer die Brüder. Es geht immer darum, dass ein naher Verwandter dann, der das Blut des verstorbenen Mannes in sich trägt, die Frau zur Frau nehmen soll. Ich habe sie sieben Männern von unseren Brüdern zur Frau gegeben und sie sind alle in der Nacht gestorben, als sie zu ihr hineinkamen. Und dann hilft der Erzengel Raphael Tobias dabei, dann eben diesen Fluch abzuwenden, und Tobias und Sarah überleben. Also Tobias überlebt und wird dann wirklich der Mann dieser Frau. Eine wunderbare Geschichte und sehr romantisch. Also ich kann das auch Eheleuten oder welche, die es werden wollen, nur ans Herz legen. Und das steckt dahinter. Das sind eben diese sieben Brüder. Das ist diese Geschichte, mit der die Sadduzäer Jesus ein bisschen auf den Arm nehmen wollen. Aber sie haben die Rechnung ohne den Messias gemacht, der die Weisheit schlechthin ist und der sie natürlich dann wiederum
das auf sie zurückfallen lassen kann. Das war mir ein sehr wichtiges Beispiel. Es gibt noch weitere, die das erste und das zweite Makkabäerbuch zeigen, im Matthäusevangelium. Und wir sind hier im Matthäusevangelium, deshalb gibt es hier so viele Beispiele, denn es ist sehr darauf bedacht, die Tradition der Juden aufzugreifen, immer von der Schrift her alles zu deuten, was Jesus gesagt und getan hat, immer nach dem Schema der Verheißung und der Erfüllung. Das beginnt schon mit dem Stammbaum. Und dort lesen wir jetzt also die Ankündigung der Zerstörung des Tempels, dann kommt diese große Endzeitrede Jesu. Und da lesen wir jetzt in den Versen 15 und 16 sehr viele Andeutungen dessen, was wir im ersten und zweiten Makkabäerbuch schon verzeichnet sehen. Und zwar heißt es in Vers 15, wenn ihr dann am heiligen Ort, also im Tempel, den Gräuel der Verwüstung stehen seht, der durch den Propheten Daniel vorhergesagt worden ist, der Leser begreife. Und zwar geht es hier um Daniel 9 und 11 übrigens. Es geht um einen Götzenaltar oder ein Kultbild oder so etwas, ein Standbild des griechischen Gottes Zeus zu jener Zeit. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Also wir haben hier natürlich das Buch Daniel angedeutet, aber im ersten Makkabäerbuch, Kapitel 1, 54, da lesen wir auch von diesem Sakrileg, was da geschehen wird. Und zwar heißt es hier, und das ist eben schon geschehen damals bei den Makkabäeraufständen, und es wird sich wiederholen, darum geht es. Am 15. Kislev des Jahres 145 ließ der König auf dem Altar den Gräuel der Verwüstung errichten. Auch in den Städten Judäas ringsum errichtete man Altäre. Also es ist entweder ein Altar selbst oder ein Altaraufsatz des Zeus Olympios gewesen, also des olympischen Zeus. Hier wird also der Begriff Gräuel der Verwüstung auch aufgegriffen. Übrigens kommt dieser Gräuel auch dann im zweiten Makkabäerbuch vor, Kapitel 8. Da lesen Sie auch nochmal davon. Auch die Flucht in die Berge, die Jesus erwähnt hat, ist bereits in einer anderen Situation, nämlich damals bei den Makkabäeraufständen, vorgenommen worden. Und das soll sich wiederholen. Darum geht es. Ich gehe zu 1 Makkabäer 2, 28. Und Mattathias rief mit lauter Stimme in der Stadt, ich lese schon ab 27, damit man versteht, worum es geht, wer sich für das Gesetz ereifert und zum Bund steht, der soll mir folgen. Und er floh mit seinen Söhnen in die Berge. Ihren ganzen Besitz ließen sie in der Stadt zurück. Und das Ganze geschah, als das heidnische Opfer in Modein dargebracht worden ist. Und so sollen auch die ersten Christen dann in die Berge fliehen. Es ist ganz klar, dass Geschichte sich immer wiederholt. Menschen lernen nicht aus den Fehlern. Ideologien wiederholen sich. Diktaturen wiederholen sich. Und deshalb wiederholen sich auch die Leiden. Es ist immer derselbe Widersacher Gottes am Werk. Der kann sich nichts Neues ausdenken. Und deshalb gibt es immer und immer wieder eine Wiederholung der Katastrophen in unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Dann möchte ich auf Matthäus 27 zu sprechen kommen. Und das ist dann auch das letzte Matthäus-Beispiel. Wir befinden uns hier in der Passionserzählung. Wir lesen dabei immer wieder, dass verschiedene Personengruppen Jesus verspotten bis zum Kreuz hin und immer wieder seine Gottessohnschaft in Frage stellen. So lesen wir zum Beispiel in Vers 43, das, was eben die Hohepriester, Schriftgelehrten und die Ältesten sagen. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und dieses, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Das kommt ja immer wieder in den verschiedenen Passionserzählungen. Und dass es so kommt, das lesen wir schon in Buch der Weisheit. Wenn Sie nämlich in das zweite Kapitel schauen, da geht es um Überlegungen der Gottlosen und ihr Urteil darüber. Und dort lesen wir dann in Vers 18
beziehungsweise schon ab 17 sehe ich, dass da auch schon sehr viele Dinge sind. Wenn wir das lesen vor dem Hintergrund der Passionserzählung, dann klingt das so, als würde das in einer Passionserzählung stehen. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Da sehen wir, wie die Menschen spotten und dann einen Schwamm auf den Stock stecken mit Essig, Wasser und ihm reichen wollen, aber er ist schon so ausgemergelt, er stirbt in dem Moment. Wenn wir an die Markus-Passion denken, mal sehen, ne, ob seine Worte wahr sind. Und dann in 18, ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, um seinen Gleichmut kennenzulernen und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. Das ist die Denkweise derer, die Jesus dann ans Kreuz geschlagen haben. Ganz klar. Es ist ein und derselbe Geist, der sich gegen Gott auflehnt. Und deshalb auch Jesus ans Kreuz schlagen lässt, indem er eben Menschen dazu instrumentalisiert. Schauen wir uns mal einige Beispiele aus dem Markus-Evangelium an. Vieles habe ich ja schon gesagt, dass sich eben dann was übereinstimmt in den synoptischen Evangelien. Aber bei Matthäus war es sehr viel, weil er sehr viel Wert legt auf die Verheißungen des Alten Testaments und ihre Erfüllung. Schauen wir mal in das 4. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und zwar sind wir da bei den Versen 5, 16 und 16 bis 17. Es geht hier um das Gleichnis vom Sämann. Und zwar lesen wir dort davon, dass ein bestimmter Teil der Samen ja auf felsigen Boden fällt, wo es nur wenig Erde gibt, und dann geht das sofort auf, weil das Erdreich nicht tief ist, aber sobald die Sonne aufsteigt, verdorrt das Ganze, weil es keine Wurzeln hat. Und in 15 bis 16, da deutet Jesus dieses Gleichnis nämlich und erklärt dann, ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig, und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Das erklärt Jesus, und diese Deutung erklärt Jesus vor dem Hintergrund des Buches Jesus Sirach. Er zitiert so oft Jesus Sirach, das können Sie sich nicht vorstellen. Wie können wir sagen, dass so eine Schrift nicht heilige Schrift ist? Und dass es für Jesus keine Rolle gespielt hat, wenn wir doch so viele Zitate haben. Also Jesus Sirach 40, 15, Vers 15. Die Sprösslinge der Gottlosen werden keine Triebe hervorbringen, denn sie sind wie faule Wurzeln auf kantigem Fels. Also die Sprösslinge der Gottlosen. Und ich sage es noch einmal. Jesus greift ganz oft eben Bilder auf aus der Natur, um sie auf das Verhalten des Menschen anzuwenden. Und hier haben wir genau diese Verbindung von Pflanzen auf felsigem Boden und moralischem Zustand des Menschen. Die Sprösslinge der Gottlosen werden keine Triebe hervorbringen, denn gemeint sind natürlich nicht Triebe sowie Leidenschaften, sowas, sondern Triebe im botanischen Sinne. Ne? Keine Triebe hervorbringen, denn sie sind wie faule Wurzeln auf kantigem Fels. Also wenn Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt, dann greift er ganz klar auf Traditionen zurück, die es schon gibt, die die Juden schon kennen. Und deshalb verstehen die Juden das Ganze nochmal ganz anders als wir, die wir vielleicht diese Dinge nicht so intensiv vor Augen haben. Ein weiteres Beispiel aus dem Markus-Evangelium lesen wir im 9. Kapitel. Und zwar Vers 48. Dort geht es um die Warnung vor der Verführung zum Bösen. Und dort erklärt Jesus jetzt: Wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle und so. Und dann wird die Hölle umschrieben mit den Worten in Vers 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wurm und Feuer als Kennzeichen der Hölle. Und wenn wir im Alten Testament suchen nach diesen Bildern für die Hölle, dann landen wir im Buch Judith. Also wieder aus einem angeblich deuterokanonischen Text. Dort heißt es: Doch weh den Völkern, die mein Volk bekämpfen.
Am Tag des Gerichts straft sie der allmächtige Herr, er schickt Feuer und Würmer in ihr Gebein. In Ewigkeit sollen sie heulen vor Schmerz. Er schickt Feuer und Würmer in ihr Gebein. Also ganz deutlich, das Gericht Gottes und die ewige Gottesferne werden begleitet von Feuern, von Feuer und Würmern. Sehr drastisch, und das kommt eben, dieses Bildfeld kommt schon aus dem Buch Judith. Ich möchte gerne auch einige Lukas-Beispiele anbringen, wo es vielleicht auch noch interessant ist. Ich möchte das Video nicht allzu lang machen, denn wir haben noch die anderen Evangelien vor uns und dann kommt erst die ganze Buchliteratur, Briefliteratur, und dann gibt es auch noch die Offenbarung. Also ich muss mich ein bisschen ranhalten. Interessant ist, dass es auch Beispiele gibt in der ganzen Vorgeschichte bis zur Geburt Jesu. Lukas 1. Das schauen wir uns mal nochmal genauer an. Und zwar geht es hier um die Begegnung zwischen Maria und ihrer Verwandten Elisabeth. Beide Frauen sind schwanger. Maria hat es aber noch niemandem gesagt. Und das Kind im Leibe der Elisabeth hüpft, als Maria eben hereinkommt und die Verwandte begrüßt. Und da wird Elisabeth klar, was Sache ist. Da lesen wir jetzt also, wie sie vom Heiligen Geist erfüllt ruft: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wenn wir in das Buch Judith schauen, Kapitel 13, Vers 18, da sagt Usia in seinem Lob an Judith: Meine Tochter, du bist von Gott, dem Allerhöchsten, mehr gesegnet als alle anderen Frauen auf der Erde. Sie ist natürlich ein Vorausbild, ein Typos. Der Antitypos ist Maria und hier haben wir viel mehr. Sie ist nämlich gesegnet nicht, weil sie jemandem den Kopf abgeschlagen hat, sondern weil sie die Mutter Gottes werden soll. Und das ist natürlich unendlich mehr wert. Aber doch haben wir hier schon ein Vorausbild. Also greift auch hier Elisabeth eine Formulierung auf, die es schon im Alten Testament gibt, um zu zeigen, dass etwas ganz besonders ist, dass eine Frau ganz besonders gesegnet ist. Und dann ein paar Verse später, in Vers 52, da betet dann Maria eben, das ist der Kontext hier, das Magnificat. Und da ist gerade die Stelle, wo es heißt, er stürzt, also Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Dass Gottes Gerechtigkeit ist, das lesen wir schon im Buch Jesus Sirach, Vers 14, aber in Kapitel 10. Also 10, 14. Der Herr hat Throne von Herrschern umgestürzt und hat die Sanftmütigen an ihre Stelle gesetzt. Auch das ist wichtig. Das ganze Magnificat ist eigentlich eine einzige Zusammenstellung verschiedener Bibelstellen, also des Alten Testaments. Das war ja die Heilige Schrift der Juden. Das, was wir heute Altes Testament sehen. Und auch da sehen wir viele Bibelstellen, die eben nicht nur aus den hebräischen Stellen kommen, aus den hebräischen Büchern, sondern auch gerade aus den griechischen Büchern. Weil das genauso heilige Schrift für die Juden war, wie die hebräischen Schriften. Wir merken, es ist nicht immer dieselbe Formulierung. Vor allem zeige ich Ihnen ja jetzt gerade nicht den griechischen Text. Anhand des griechischen Textes kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Interessant ist auch, dass oft auch die alttestamentlichen Bibelstellen, die zitiert werden, direkt und indirekt im Neuen Testament, nach der Septuaginta-Variante zitiert werden. Also selbst die, bei denen es eigentlich auch den hebräischen Text gibt, zum Beispiel aus den 5 Büchern Mose, die werden auch manchmal nach der Septuaginta-Version zitiert, weil eben den neutestamentlichen Autoren vor allem die Septuaginta vorlag. Dann haben wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 13, 29 diese Ankündigung der Völkerwallfahrt, dass eben Menschen von Ost und West zusammenkommen werden. Und das ist zum Beispiel auch so formuliert im Buch Baruch. Es ist eine prophetische Schrift und das ist natürlich ein Bild, das wird in verschiedenen prophetischen Schriften angekündigt oder auch geschaut, ne, in den Visionen. Das überdeckt sich dann also, es überlappt sich. Ganz interessant ist es auch, wenn wir in die johannäischen Schriften schauen.
Im Johannesevangelium ist ja zu Beginn dieser Johannesprolog mit dieser wunderbaren, mit diesem Logos-Hymnus. Und dort lesen wir, dass die Weisheitstradition aufgreift. Aus Weisheit, aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 9. Insgesamt lesen Sie sehr viele Beispiele in diesem Hymnus, die das Buch der Weisheit aufgreifen und das Buch Jesus Sirach. Da merkt man wirklich ganz, ganz klar, das wird hier verarbeitet. Und zwar geht es mir hier jetzt vor allem um den Vers 3 im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Und da lesen wir jetzt in Buch der Weisheit, gleich am Anfang, Gott, der Väter und Herr des Erbarmens. Hier ist ein Gebet Salomos um Weisheit. Gott, der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das all durch dein Wort gemacht. Das betrifft nicht nur den dritten Vers im Johannesprolog, sondern lesen Sie mal den gesamten Prolog, lesen Sie das gesamte Buch, das gesamte Kapitel 9 des Buches der Weisheit. Sie werden erstaunt sein. Auch wenn wir dann in das dritte Kapitel schauen, da greift Jesus wieder das Buch Baruch auf. Das ist ja diese prophetische Schrift. Ich sage Ihnen gleich, worum es geht. Ich muss erstmal wieder beides aufschlagen. Und zwar Baruch Kapitel 3. Also bei beidem Kapitel 3. Johannes 3, 13. Da sagt Jesus, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Er meint sich damit natürlich selbst. Er weiß, wie es im Himmel ist, weil er der Einzige ist, der darüber was sagen kann, der eben von dort gekommen ist. Wenn Sie dann lesen, was im Buch Baruch Kapitel 3, Vers 29 steht. Da geht es wieder um die Weisheit. Das ist wieder die interessante Analogie, die Weisheit. Wer stieg zum Himmel hinauf, holte die Weisheit und brachte sie aus den Wolken herab? Also, nochmal. Wer stieg zum Himmel hinauf, holte die Weisheit und brachte sie aus den Wolken herab?